Offenburger Biersuppe. Und ich lasse es mir schmecken. Aber wisst ihr was? Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Und ich dabei leg los. Narinaro, könnte man es wieder sagen, gell? Kurz vor wir der sind Fastnacht, auch schon wieder da. Narinaro, wir sind auch schon wieder da. Hm? Und wir knutschen wieder. Guck, 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 her, super. Hier, ich habe gedacht, für die kalte Jahreszeit, vielleicht für euch auch, für die Faschingstage, eine richtig geile Biersuppe. Ja? Ja. So Offenburger Art, mit allen schlimmen Sachen, ja? Wo ich hier aus der Region komme. So anstatt Bohnensuppe. Genau. So, ich fange mal damit an. Wir brauchen Rapsöl. Ja. Wir nehmen Landjäger hier von unserem guten Dorfmetzger. Ja. Ich brauche ein paar Zwiebeln in Spalte geschnitten. Wir brauchen, damit es richtig lecker wird, Senfkörner. Ja. Dann habe ich hier noch ein bisschen Ingwer. Ja. Dann habe ich hier ein bisschen Honig, kann geschmacksneutral sein. Und dann natürlich ein vernünftiges Bier und natürlich eine Rinderbrühe am allerbesten. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr halt die Gemüsebrühe. Zum Abschmecker haben wir hier noch einen natürlichen Geschmacksverstärker. Und zwar Liebstückel. Ah, ja, da mein Lieblingskraut. Du liebst es, ja, super. Ich lieb's. Leider nicht frisch, ist dieses Mal getrocknet, aber dann müssen wir durch. Dann haben wir hier zum Schluss ein Brezel. Und hier habe ich ein bisschen Bergkäse. Und bei euch im Rezept steht, dass man die Brezel in mundgerechte Stücke schneidet, in Würfel schneidet und dann im Dutch-Ofen mit ein bisschen Butter anröstet. Und das kommt später auf die Suppe. Das spare ich mir jetzt, das haben wir drin in der Küche schon vorbereitet. Ja, weil, auf Deutsch gesagt, es ist gottverdammt scheißkalt. Ja, lasst uns einfach grillen. Okay. Ja. Ria, mach den Grill auf und auf. Wir legen los. Ja. Hier hast du als erstes das Rapsöl. Ja, das gebe ich dir. Und dann rein damit. Jawohl. Und als nächstes gebe ich dir gleich die Landjäger. So. Nebenan habe ich dir was hingelegt zum Rühren. Darfst gleich umrühren. Wenn bei euch zu Hause der Grill nicht ganz so heiß wird wie hier, ja, dann geht er einfach hin und macht den Deckel zu. Von dem her überhaupt gar kein Problem. Ja. Passt, gut, alles gut, alles gut. Ja. Noch ein kleines bisschen, noch ein kleines bisschen. Lass es. Genau. So, das nehme ich dir weg. Passt. Super. Dann haben wir als nächstes, Ria, Zwiebeln. Wenn wir aufmachen, gleich die Zwiebeln. Die geben wir dazu und die rösten wir so lange an, bis sie leicht Röstaroma haben. Und erst dann machen wir den nächsten Step. Ja. Okay? Darf ich? Also, bitte ich schon. Du darfst. Ja? Ajo. Riecht schon mal wieder die gut. Schon, ja? Soll ich sie dir angeben? Ja. Bitte schön. Okay. Hervorragend. Ist super. So, ich lasse erstmal. Genau, ganz genau. Erstmal brutzeln. Hervorragend. Das Lämmer. Super. So. Dann das nächste, was ich dir gebe, ist gleich die Senfkörner ja? Und der Ingwer. Okay? So. Müssen Sie die auch mitrösten? Das rösten wir mit. Beides, ja? Okay. Und beim Honig, den brauchen wir zum Karamellisieren. Da müssen wir gucken, dass der ein bisschen warm wird, weil der wird bei der Kälte ja so zähflüssig, da kriegen wir nachher gar nichts raus. Ja? Okay? Aber ich glaube, das riecht schon gut. Guck soll mal ich, soll ich die jetzt schon dazu machen? Schauen wir uns an. Ja. Röstaroma hat schon ein bisschen, oder? Ah, haben wir nur wenig. Okay. Schau aber Senfkörner kann ich dir bringen, weil wenn die noch ein bisschen mitröstet, tut es denen gar nicht weh. Ja? Genau. Passt. Super. Gib dir gleich noch die Ingwer mit dazu. Ja, bitte. Okay. Den Ingwer haben wir einfach quasi. Und habe eine ganz grob geschält, also nicht wirklich geschält, gerade mit dem Messer abgebe und dann in feine Streifen geschnitten. Ihr könnt ihn auch würfeln, der wo es gar nicht gerne im Mund hat, der kann er auch reiben. Aber so finde ich es von der Textur her, vom Geschmack ein bisschen schöner. Wie sieht es aus, Ria? Passt? Ja, ich finde, sie könnte noch ein wenig vertragen. Wir sind zu ungeduldig heute. Ah, ja. Was meinst? Ja, bleib mal, passt. Hä? Wir müssen ja noch Karamell machen, ja? Ah, okay. Das kommt. Machen wir das mit den Zwiebeln? Okay. Das machen wir mit dem Honig. Den geben wir überall drüber. So kalt, dass der Honig gar nicht weich wird her. Aber du weißt ja, das ist ein gutes Zeichen. Eine gute Qualität von Honig. Ja. Ja, okay. So, noch einmal zumachen bitte. Ja. Okay, Ria, jetzt gucken wir mal, ja. Wie es da drin aussieht. Ich guck. Ja.
Helles Karamell, gell? Es darf nicht dunkel werden. Das sieht gut aus, oder? Das sieht sehr gut aus. Ich finde schon, ja. Hervorragend. Da bringe ich dir jetzt das Bier. Ja, ja, bitteschön. Juhu! Und hier gehen wir hin und koche es komplett ein. Aha. Komplette Bier. Komplett einkochen. Okay. Ja. Von der Temperatur her höher schaltet, damit es schneller einkocht, oder ist es egal? Du kannst den Grill so lassen. Ja. Und du kannst natürlich auch ein bisschen spielen, aber wenn ich ihr Rezept schreibe, versuche natürlich eine einheitliche Temperatur zu machen. Einfach, oder? Genau. Ja, genau. Okay. Gut. Okay, Ria. Also, hier ist es. Das ist jetzt mega wichtig, dass man das Bier einkocht. Ja. Dann sind die Bitterstoffe weg. Ja. Und so wie ich dich kenne, wenn du es daheim nachmachst, lässt das Bier weg und nimmst wahrscheinlich Malzbier. Okay, ja, das für wollte euch ich jetzt vielleicht ein bisschen süß, aber sie liebt es. Ja. Ich mag es natürlich. Aber es ist nicht verkehrt, weißt du? Der Zwiebelgeschmack plus das Malzige vom Bier. Bestimmt. Das gibt natürlich schon eine tolle Basis. Ja, von dem her gar nicht so ganz verkehrt. Also, ja? Okay. Eure Wahl. Mhm. Also, Deckel auf, gucken wir mal rein. Ja. Und wie sieht es aus? Ja? Schau mal. Ich würde sagen, das ist super schon ein lecker. Sirup, oder? Das passt. Ja. Würde ich dann jetzt aussagen. Ich dir die Brühe. Geben wir die Brühe mit dazu. Ja. So. Dann gebe ich dir jetzt noch den Liebstöckel mit dazu. Mm. Ja. So. Und dann lassen wir das Ganze jetzt so 15 Minuten köcheln. Mhm. Ja. Und dann ist die Basis für die Suppe fertig. Kein Ragout, ja, sondern Suppe. Ja, eine richtige, echte, feine Zwiebelsuppe mit Bier auf Wolken Art. So, Ria, die 15 Minuten sind vorbei. Ja, jetzt würde ich sagen, guckst mal rein und schau, was los ist. Aber ja. Okay. Also ich rieche das Riecht's Bier. Gut. Immer noch. Ja. Ja klar, es heißt ja auf Wolken Art Biersuppe. So. Und dann würde ich sagen, probier's mal. Ja. Und sagst mir, ob es noch an Salz fehlt. Ah. Was auf jeden Fall dran kommt, ist Pfeffer und Muskat. Ja, das brauchen wir noch. Ja. Wie sieht's aus? Also ich finde, da, probier. Perfekt. Reicht. Super, ja. Perfekt. Aber Pfeffer noch. Ja. Finde ich wichtig, weißt du? Wie der Phasensuppe. Ja. Und dann der Muskat noch. Ja, das ist auch wieder wichtig für uns. Jetzt hast du hier noch die Lauchzwiebeln. Ja. Bitte dran. Ja. Und dann noch einmal umgerührt. Und dann geht es eigentlich schon los. Ja. Dann habe ich hier, ich bringe sie mal schnell rüber, oder? Dann habe ich hier die Brezeln, oder? Was man eigentlich zuerst vorher hier drin röstet, ja, was wir in der Küche machen. Wir sehen jetzt die Brezeln gerade richtig schön groß geröstet. Ja. Ja. Und jetzt gehen wir hin und richten das Ganze und an. Machen einen Teller. Und jetzt machen wir mal einen schönen Teller. Ja. Und ich mache ihn hier drüber fertig. Im Prinzip kannst du ja auf dem Herd stehen lassen oder ich sage jetzt mal auf dem Grill. Und ja, wenn da ein paar Liter sind, dann holt sich jeder einen Schöpfer. Ist gut so? Super, passt, hervorragend. Hä? Jawohl. Dann machen wir das ganz unkompliziert, oder? Schön Brezel drauf. Und dann nehmt ihr euren Bergkäse. Und dann macht ihr euch so viel Bergkäse drauf, wie ihr haben wollt. Ja? Und dann ist das Thema eigentlich vom Tisch. Ja. Lasst euch schmecken. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye. Tschüss. So.